Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in den Survival-Wochen mit Young Dai. Musst du kurz überlegen. wie das Spiel hieß, ey. Leco mio, ey. So, also wenn ich sehe, was hier noch alles kommt, ne, ist schon krank, also. Wird noch richtig abgehen, glaube ich, hier das Ding. Naja, ich werde jetzt erstmal diese 5-6 Folgen machen. Und je nachdem, was ihr so sagt in den Kommentaren, ob ihr Bock habt, mehr zu sehen, würde ich hier vielleicht sogar noch mal ein bisschen weiterspielen und das aufnehmen. Weil mir macht es auf jeden Fall Spaß, so das Erkunden hier. Wo es gerade ein bisschen nervig ist, dass ich keinen Weg zum Turm finde. Ich werde den Weg nochmal gehen. Da, wo wir gekommen sind. So, wir haben drei, ne? Vorsicht! So, hier sind wir rausgekrochen. Na, hier geht schon mal nichts. Aber wir können auch mal zwischenspeichern, das stimmt. Perfekt. Naja, ansonsten gehen wir halt erst weiter, ne? Aber unser nächster Punkt auf der Aufgabenliste ist halt, finde den Küstenturm. Geh den Turm hinunter. Folgen Sie den Uferweg, überquere das Tor, erreiche den hohen Turm. Ja, okay, vielleicht ist das hier nicht der Küstenturm, sondern irgendwie der hohe Turm, oder was? I don't know. Wir gucken noch mal, ob wir hier einen Weg finden. Wenn nicht, gehen wir halt erst woanders weiter. Ja, hier, ach, da unten ist wieder so ein Brunnen oder was. Hier ist auf jeden Fall wieder ein Köter am Stissel. Interessant. That's Andre's flip-flop. It has to be. His company's family logo is on it. I hope he's still alive. Ah, das ganze Knicken, Asi. Gut, hier kommen wir aber auch noch nicht weiter, ne? Hier kommen wir noch nicht weiter. Aber so gefällt mir das echt gut bisher, muss ich sagen. Auch das so mit dem Markieren hier, mit dem Suchmodus, das ist schon echt cool. Also ist auf jeden Fall um einiges angenehmer, als wo ich das letzte Mal reingeguckt hatte. Okay, aber hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Da noch mal runter gehen, ja. Aber hier ist ja nicht irgendwo ein Weg, dass wir nach oben kommen. Ach, hier ist die andere Seite. Aber da kommen wir halt auch nicht rein.
Doch gut, ich tue euch nichts. Alles ist gut. Okay. Okay, komm, dann versuchen wir jetzt nochmal diese Map zu lesen hier. So, das ist, da wissen wir, wo es ist. Da waren wir. Hier waren wir auch. Dann hätten wir als nächstes das Gebäude. Das ist wahrscheinlich die Burg und das. Und hier, das ist, soll wahrscheinlich der Turm sein am Ende, wa? Der hohe Turm. Finde den Turm. Aber das ist doch, das waren wir doch, oder? Der Küstenturm. Das war doch er hier, oder nicht? Wo der Gefangene war? Sag mal, da gehen wir nochmal hin. Ja, der würde dann wahrscheinlich auch eher Leuchtturm heißen, anstatt Küstenturm. Aber ich sehe auch, der steht auf so einem extra Felsen, ne? Okay, wir sind also mal wieder völlig ab vom Ziel. So, wir gucken jetzt nochmal, was er uns hier sagt. Wir haben auf jeden Fall nochmal diesen Brunnen. Ach, Wachturm. Okay. Wachturm. Ja, gut, aber das passt. Das passt schon. Da ist ja auch diese Flagge dran hier. Ja, gut. Gut, 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 gut. Gut, das. Dann gehen wir doch mal zu diesem anderen Haus. Ist das der Küstenturm da? Das hier. Dann gehen wir doch mal den Weg. Oder sollen wir erst das Gebäude hier noch mitnehmen? Na komm. Schlange. Ich denke, das ist halt so das Startgebiet hier, ne? Also dieser Ausschnitt der Map. Weil das ist ja schon was Größeres eigentlich, ne? Aber das wäre ja das. Ich wollte eigentlich erst hier hin. Oder soll das das Küstenhaus sein, wo wir gerade waren? Warte mal. Soll genau nebenan sein. Also wir müssten darüber. Gehen wir mal den Weg hier. Also wenn jetzt hier nicht direkt ein Gebäude ist, über dieser Kuppel hier, dann meinen die vielleicht echt das Küstenhaus, wo wir waren. Na, hier ist auch nochmal irgendwas. Kleiner Turm oder was? Das ist auch noch ein Gebäude. Okay. Die Manor Farm. Hau ab, Alter. Das ist den guten, ne? Mal hier rein.
Der wacht. Hä? Ach so, das ist was anderes wie das. Okay, da sind auf jeden Fall schon wieder Köter drin. Ich falte nicht, ich falte gegen das Schwein, ey. Ihr gönnt euch. Ach hier. Sehr gut, speichern. Ah, das habe ich glaube ich auch schon mal im Stream gemacht hier. Yuck, his head's been smashed in. Schon schade, ne? Okay, das ist so eine Sackgasse hier, oder? Wenn die mich nicht beißen will, würde ich sie einfach leben lassen, aber. Gehen uns ja früher oder später auf den Stissel hier. Alter, wie sie die wegpölt, ey. Okay, aber sonst ist hier nichts, wa? Eine Dose da hinten habe ich gesehen, ja, und brauchen wir jetzt nicht wirklich. Also man muss ganz klar sagen, so der Essensaspekt spielt jetzt nicht wirklich eine große Rolle in dem Game hier. Muss man ja fairerweise schon sagen. Was hast du? Der Farm ist etwas Schreckliches passiert, vielleicht etwas mit meiner Entführung zu tun. Und nach Hinweisen decken sie die Hinweise auf. Camper haben wir auch nicht. Lager haben wir auch nicht. Ja, komm, gönn dir mal ein bisschen Wein, ey. Ah, du bist noch mal ein bisschen Banane im Kopf. Was schreibst du denn da wieder alles? Ah, sie hat einen Kahn. Ei. Genau, ja, hier war ich schon mal. Schon ewig her. Ich weiß auch nicht mehr, wo wir lang müssen. Aber ich würde sagen, wir folgen einfach mal unseren Instinkt. Rats. Jede Menge Rats. Doffen! Aber wir haben Slotties frei.
Okay, da komme ich gar nicht dran, aber. Ne. Okay, da kommen wir eins höher. Wow. Eieiei, was ist das denn hier für ein Labyrinth, Alter? Krank. Alto Belli, ey. Okay. Und jetzt sag mir gleich hier oben, ich brauche ein Brecheisen, ey. Ach komm, was ist denn jetzt, ey? Okay. Wollte schon sagen, ey. Wollte schon sagen, da. Ja, aber hier geht es jetzt trotzdem nicht weiter, außer auf das Brett da, ne? Alto Betty, was ein Labyrinth hier, ey. Hammer. Alter, was haben wir denn so viel Leben verloren? Schon krank. Dokument. Zitronen. Was? Verbene? Das ist Juni, aber macht es überhaupt Sinn, mir so Mühe zu geben, diese verdammten Büsche von Zitronenverbene zu entfernen? Was? Zitronenverbene? Ich möchte schon gerne mein Grundstück unkrautfrei behalten, aber ihr Duft hält die verfluchten Hunde fern. Nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Si hombre. Alto Belli, ey. Okay, wo soll es hier weitergehen? Wow. Also ich sehe jetzt hier gar nichts. Alter. Da, okay. Ach komm, ey, nur weil ich untersucht habe, oder was? Ich sehe doch, dass du da hinspringen musst. Was ist los mit dir, ey? Ich muss halt immer anvisieren, okay.
Also. So, aber wo lang? Bin ich Richtung Hund, wa? Was Gras. Also, okay, das ist ja schon mal. Ja, Uniten müssen man so oder so, oder nicht? Wird uns sonst auf den Sack gehen hier. Alter, wie lange er braucht, um damit auszuholen. Ein Messer ist einfach das Beste, ey. Punkt. Okidoki, Mr. Floki. Apothekenwerkzeuge. Alter, alles am Leuchten. Lavendel Augusta, Merkmale Pflanze mit violetten Ähren eingeordnet und duftender Blüte, Standort trocken, felsig und sonnige Böden. Okay, jetzt kriegen wir hier die Blumen erklärt. Okay. Auch die richtigen Werkzeuge, um Rezepte vorzubereiten. Finden Sie Informationen zu Pharmacy-Tools. Herstellen. Eine Kräuterkompresse zur Behandlung kleinerer Verletzungen. Es riecht gut, stellt die Hälfte der Gesundheit wieder her. Okay, was ist das hier? Beinweil. Haben wir nur einen von. Ach, guck mal hier. Das ist das Heft über lokale Kräuter. Da sind ein paar Rezepte, aber ich brauche die richtigen Werkzeuge, um sie herzustellen. Okay. Was heißt ein paar Rezepte? Das eine, oder was? Hier erklärt er uns ja nur die Blumen. Sind ja keine Rezepte. Old books written in foreign languages. I don't understand Jack. Okay. Neues Kartendokument? Uralte Abgötter. 15. Mai, als ich den Boden gegraben habe, um neue Büsche zu pflanzen, habe ich noch eins von diesen Eudefigürchen gefunden. Wie immer habe ich es zu dem Einsiedler, dem Dickicht der Steineiche, lieb gebracht, und er hat sich wie immer gefreut wie ein Kind. Er wollte mir unbedingt etwas dafür geben, aber ich habe ihm wieder gesagt, dass es mir reicht, dass er sein Wissen mit mir teilt. Er hat mir erklärt, dass die Insulaner in der Vergangenheit ihre Toten in Gräben oder Höhlen zusammen mit einer Schüssel voller Münzen diesen Figürchen begraben haben. Die Münzen waren für Charon gemeint, um die Fahrt zum Hades zu zahlen. Nichts Neues. Aber die kleinen Statuen stellen das Tier dar, das die Seele bei der letzten Reise in die Dunkelheit führen musste. Es ist verwunderlich, wie eine heidnische Tradition fast 2000 Jahre überleben konnte. Die Eulen sind hier der geile Shit. Ja, was das Tier mit auf sich hat, weiß ich halt auch noch nicht mit diesen Kisten. Da haben wir ja schon mal eine von gesehen. Ein bisschen schade, dass man die nicht aufmachen kann. Aber es ist hier ein sehr guter Zeitpunkt. Kann ich eigentlich so jetzt auch speichern? Natürlich schade. Wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Okay, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Wie immer, haut es gerne in die Kommentare. Ich werde jetzt nochmal eine Folge machen, oder zumindest bis zum nächsten Speicherpunkt. Also in diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi.